Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guild Wars 2 und dem Item Shop. Es gibt etwas Neues aus dem Item Shop, wobei es eigentlich schon wieder alt ist, in Anführungsstrichen, denn die Reittiere, die ich jetzt quasi als Lizenz gekauft habe, es gibt immer so Adoptionslizenzen, die habe ich mir schon vor längerem geholt und die gibt es halt im Moment nicht im Shop, aber ab und zu sind die wieder im Shop, und zwar, wenn ihr mal unter Mode gucken geht, da habt ihr so allerhand drin im Shop, und dann kommen auch weiter unten die Lizenzen. Zum Beispiel gibt es jetzt im Moment die Wintertag Reittiere wieder, die im Moment wieder drin sind, weil der Wintertag läuft gerade. Falls man es im Hintergrund sieht, es schneit. Schön fröhlich. Dann haben wir hier die exotischen Arten. Die habe ich ja auch schon. Wobei das hier halt immer so die Auswahl ist. Du hast hier immer nur, glaube ich, einen, genau einen. Und die silbernen, da kann man sich dann ausruhen, ob man eine kaufen möchte. 5 oder 15. Das sind immer 15 Skins eigentlich. Dann gibt es noch die fernen Lande Adoptivlizenzen. Das sind dann diese Kollegen hier. Die habe ich auch schon. Und dann gibt es sogar noch für die Kriegsklaue noch welche. Also das findet ihr dann alles hier hin und wieder mal wieder im Itemshop. Immer mal wieder reinschauen, bis das dann wieder verfügbar ist. Und dann haben wir noch verlorene Ära. Die haben wir ja zuletzt vorgestellt. Hoffe ich. Ich glaube ja. Ich glaube, das waren die Adoptivlizenzen von der verlorenen Ära. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Also hier unter Mode findet ihr die, oder die sind unter Aktionen drin. Das kann natürlich auch sein. Und ja, ich möchte euch heute mit euch heute halt die 15 Adoptivlizenzen einmal durchgehen. Da haben wir wieder ganz, ganz nice Skins. Und ich würde sagen, ich mache die einfach erstmal auf. Und dann gucken wir einfach mal. Ja, wie gesagt, seid da nicht böse, wenn ich das jetzt halt ein bisschen später aufnehme, aber ich kam da überhaupt nicht zu. Deswegen mache ich es jetzt erst. Aber die kommen halt immer mal wieder in den Shop rein. Deswegen ärgert euch nicht. Irgendwelche Vollidioten müssen halt immer jetzt wieder durch das Bild durchsegeln. Genau, wir fangen mit Adoptivlizenz 1 an. Ich mach die mal hier so hin, dass man meinen Charakter noch sieht. Reittier-Adoptivlizenz. Der erste Kandidat, bitte. Da haben wir einmal das schillernde Langohr. Sieht auf jeden Fall nice aus, finde ich. Reiht sich auch ein in die anderen Skins. Also es gibt davon schon einen Raptor-Skin. Und ich glaube, für den Schwebrochen gibt es auch schon einen. Also die kommen random. Die kommen nicht alle in einem Paket immer. Also dass ein und derselbe Skin auf alle Reittiere kommt, sondern immer mal wieder in den nächsten Adoptivlizenzen sind dann wieder welche drin, die es schon mal von anderen Reittieren gab, von den anderen Sorten. Und ja. Schauen wir uns weiter an. Den finde ich auch total niedlich. Den gab es ja auch schon als Normalskin. Der war beim letzten Mal mit drin. Checkige Rifffadenschnecke. Und dann haben wir Kandidat Nummer 3. Sonnenaufgangs-Ara. Er ist so ein bisschen papageienmäßig, der gute Greif. Und dann haben wir Kintsugi Raptor. Da gab es auch schon einen Schakal von, soweit ich mich erinnere. Die finde ich eigentlich auch ganz nice. Die haben einen coolen Skin. Orins prismatischer Greif. Da gab es schon die Himmelsschuppe von. Und als erstes gab es den Raptor als Skin dafür. Und finde ich auf jeden Fall sehr nice. Werde ich wahrscheinlich auch benutzen.
Dann haben wir den Tiger Lupine. Einen, ich glaube, Schakalskin. Ja, Schakalskin. Dann haben wir Exo-Anzug Kriegsklaue. Irgendwie was für die Azura-Abteilung. Also ich würde es für die Azura-Abteilung nutzen. Dann haben wir einen große Lavamuschel-Skin für den Rollkäfer. Ich komme gerade nicht drauf. Sturmschuppe. Die Himmelschuppe kriegt auch wieder einen weiteren Skin. Das ist dieser hier. Der sieht auch sehr nice aus. Gibt es auch schon für, ich glaube, für die anderen Reittiere wie Raptor und Co. auch schon. Dunkle Materie Raptor. Den finde ich jetzt nicht so spektakulär und auch nicht so spannend. Aber wir collecten alles. So, ein weiterer Rollkäfer-Skin der erhabenen Sucherin des erhabenen Weges. Davon gibt es auch schon für den Hasen, für den Raptor. Da gibt es schon einige, die diesen Skin schon haben. Streifen Grimalkin. So. Die Kriegsklaue. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. So auch die Farben, die gefallen mir schon sehr gut. Abtrünnigen Kriegsklaue. Ist jetzt nicht so ganz so spektakulär, aber sieht auch geil aus mit dem Muster. Den verführerischer Teufelsrochen-Skin, den finde ich persönlich sehr, sehr nice, weil die lehnen so ein bisschen an den anderen an. Ich finde das Gesicht total niedlich. Dunkeldunst-Terror, der Himmelschuppen-Skin. Gibt es auch schon für Raptor und ich glaube den Hasen. Gut, damit sind wir dann schon mal durch. Und die kann man dann natürlich auch einfärben, wie man das kennt halt einfach. Ich guck mal gerade eben hier. Wo haben wir denn den? Also hier haben wir zum Beispiel ja den normalen Schwebrochen-Skin, den wir vorher schon bekommen haben. Dann gibt es hier den scheckigen Rifffadenschnicke. Und dann gibt es den hier, den finde ich persönlich sehr, sehr nice. Färbt ihr einfach ein unter dem Färbeslot. Also es sind eigentlich immer 4 Färbeslots da. Na, hier kann man es nochmal gut sehen. Also 4 Färbeslots gibt es eigentlich immer. Okay. Ja, das war's dann von dem Item-Shop. Also was die Reittierlizenzen angeht, die neueren, die jetzt zuletzt rausgekommen sind, die werden wahrscheinlich bald wieder im Shop sein. Jetzt kommt so alles nochmal wieder, was vor längerem schon mal im Shop war. Deswegen schaut gerne mal öfter rein und lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere auch noch vorstellen, weil es gibt da noch so einige andere coole Dinge, die in den Item-Shop gekommen sind, die ich aber leider nicht alle sofort immer aufnehmen kann. Werde ich aber wahrscheinlich machen. Wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das gerne. Und damit sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, ihr Lieben, und bis denn.